Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Endlich ist es wieder soweit. Odin schaut Filme und Serien. Das wollen wir uns heute angucken. Also ihr guckt zu, ich quatsche. Und zwar, ich habe wieder die normale Gliederung, TV, Blu-rays, DVDs, Amazon Serien, Amazon Filme, Netflix, Netflix Serien, Netflix Filme. Das sind so meine Kategorien, die wir haben. Und dann würde ich auch sagen, TV ist diesmal ein bisschen was drin. Fangen wir mit TV gleich mal an. Da gucke ich gerade auf ProSieben Max, One Piece und Dragon Ball Super. Da sind neue Folgen drin. Ich steh drauf. Naruto ist ja vorbei. Boruto gibt es noch nicht. Da wollte ich mal reingucken, aber gibt es noch nicht. Aber Naruto gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Ende aus. Ja, leider. Aber nichtsdestotrotz sind das wenigstens noch zwei coole Serien. Ich hoffe, geht mal länger und wir müssen jetzt nicht wieder ein Jahr auf neue One Piece Folgen warten, wenn die, ja, wenn die Saga da, wo wir jetzt gerade sind, vorbei ist. Momentan geht es um Don Flamingo und Trafalgar. So, dann habe ich auf, ja gut, das steht jetzt zwar hier TV, aber eigentlich ist es die Sky Mediathek. Weil ich das jedes Mal verpasse und dann gucke ich die Folgen dann in der Mediathek, aber weil es im TV läuft, habe ich halt bei TV mit hingeschrieben. Midnight Texas. Ist jetzt auch vorbei, die zweite Staffel. Ich habe die erste geguckt, die zweite. Na, da geht es darum, dass ein Medium, also was tote, er kann tote Menschen sehen, nach Midnight Texas kommt, weil seine Oma ihn dahin gelotst hat, also der Geist von seiner Oma. Ja, und da sind halt lauter außergewöhnliche Leute, ein Vampir, was war noch, ein Wehrtiger, eine Kopfgeldjägerin, die ist mit dem Vampir zusammen und alle möglichen, ja, und da geht es halt drum. Und da kommt immer wieder was Neues und das ist echt cool gemacht, die Serie, finde ich persönlich. Dann kommen wir zu Blu-rays und DVDs. Da habe ich geguckt, Alex, also A-X-L. Also A-X-L. Mein bester Freund 2.0 habe ich bekommen. Der kommt offiziell erst am 18. Juli raus. Ich habe ihn jetzt schon bekommen, um zu gucken und ein Fazit dazu zu sagen und eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung oder ja, da bin ich komplett frei. Mir hat er persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dazu auch ein extra Video gemacht. Die werde ich in der Infokarte, wenn ich es schaffe, noch rin posten. Wenn nicht, guckt eigentlich nach diesem Video, wenn dieses online kommt, halbe Stunde danach, 10 Minuten, 20 Minuten danach. Ich mache mal zur vollen Stunde und zu einer halben Stunde. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt gehen wird. Kommt danach dieses Video. Ja? Also müsste, ich glaube, ich bin jetzt mit der Planung bei Samstag. Keine Ahnung. Ich kann euch nur sagen, ist ein geiler Film, Roboterhund, Action, Science Fiction, alles was ich mag. Da guckt dann am besten mal das einzelne Video dazu, die Review oder Vorstellung. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Geht auch nicht lange, wird 5-6 Minuten sein. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. So, dann kommen wir zu Amazon Serien. Da habe ich jetzt drei Serien komplett fertig. Da habe ich einmal Gods Ohms fertig geguckt. Das sind nur 6 Folgen. Geht um einen so einen Dämon und einen Engel und um die Apokalypse. Das ist ist mit britischem Humor. Ist auch, glaube ich, ein britisches Buch. Dagon kennt das Buch. Erstmal Grüße gehen raus an Dagon. Der hat das Buch schon wohl gelesen und der hat sich auch auf die Serie gefreut. Und der ist da auch gerade dabei, das zu gucken. Eine klare Empfehlung ist für Amazon Prime gratis. Kann ich euch nur empfehlen. Macht mega Spaß. Dann NOS 4A2, so steht es da. Das heißt aber Nosferatu. Ja, darum geht es, ja, ja, der fährt mit seinem Auto rum und dann die andere, dann so eine Teenagerin. Und ich weiß nicht, was ich da sagen kann, ohne zu spoilern. Also er saugt im Prinzip die Kinder aus, damit er leben kann. Und sie will ihn dann eigentlich nicht bekämpfen, dann doch bekämpfen. Das ist cool gemacht. Sind auch 10 Folgen, glaube ich. 9 oder 10, bin mir jetzt nicht sicher. Dann haben wir geguckt, meine Frau und ich, Lucifer, Staffel 3. Und wir sind schon mega, mega, mega mäßig gespannt auf Lucifer, Staffel 4. Meine Frau hat schon beim Ende gesagt, oh, da kommt gar nichts mehr.
Aber es kommt doch noch eine vierte Staffel. Fünf wollten sie nicht, aber da sind die Fans in Amerika gerade auf den Barrikaden. Mal gucken, vielleicht erreichen sie ja was, dass da vielleicht doch noch eine fünfte Staffel kommt. Geil wäre es auf jeden Fall. Also kann ich euch nur sagen, lohnt sich. Lohnt sich diesmal megamäßig. Also das ist, man sieht noch öfters, also ist ja jetzt nicht mehr bei HBO, das ist ja jetzt bei Amazon, nee, Netflix. In Deutschland aber exklusiv bei Amazon, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Oder hat der Amazon jetzt doch den Zuschlag gekriegt? Keine Ahnung. Jedenfalls kommt es auf Amazon Prime. Mitglieder können es gratis gucken. Oh, man sieht noch viel öfter das Teufelsgesicht und ja, es ist ein bisschen dynamischer geworden und nicht mehr so viel Schnulzi-Bulzi rumgelaber und so. Es ist actiongeladener. Es ist auf jeden Fall geil. Kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich Marvel, ja, Cloak and Dagger geguckt, also Mantel und Degen. Aber auch noch nicht zu Ende geguckt. Ich komme mal dann dazu, nur eine Folge zu gucken. Habe ich euch ja schon mal gesagt. Auch richtig cool. Das gucke ich nämlich mit meiner Frau, aber Lucifer war uns jetzt wichtiger. Kann ich euch auch nur empfehlen. Eine richtig schöne Marvel-Serie. In New Berlin spielt die. Ich habe hier American Gods nochmal drinne, weil ich habe American Gods ja zu Ende geguckt und habe dann halt noch ein paar Folgen nochmal geguckt, weil es einfach geil ist. Und sowieso von der ersten Staffel, die letzte Folge, die letzten paar Minuten, wo Wednesday aufdeckt, wer ist, das ist so geil. Das habe ich ja auch als Donation, wenn man Donation macht, wenn ich streame. Ich finde die Szene so geil. Die ist eine meiner Lieblingsszenen. Oh, wo er denn die ganzen Namen aufzählt, der einäugige Grimm hier und, oh. Und dann zum Schluss, ey, ich bin, oh, den, oh, so geil, da kriegt jede mal Gänsehaut. So, dann habe ich geguckt, Future Man, da bin ich auch noch nicht fertig. Die Serie ist zwar, Staffel 1 habe ich schon komplett geguckt, Staffel 2 ein paar Folgen. Die ist lustig, manchmal ein bisschen krampfhaft lustig, ein bisschen dumm und lustig. Aber es macht Spaß, sie zu gucken, aber manchmal ist er halt ein bisschen durch diese dumme Lustigkeit so ein bisschen einschläfernd und da habe ich halt auch nicht jeden Tag Bock drauf. Dann habe ich geguckt, den viele nicht kennen, Die Märchenbraut. Oberhavel kennt es garantiert. Ja, das ist für Prime jetzt gratis drin, die erste Staffel, die zweite ist auch drin, aber nicht verfügbar steht da. Das ist, was ist denn das? War das Ukraine? Nee, Ungarn? Ich glaube, Ungarn ist das. Ich glaube, kommt aus Ungarn. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Russland ist es nicht. Müsste Ungarn gewesen sein damals. Es ist halt, zu DDR-Zeiten kam es schon hierher. Das ist aus Ungarn. Ja, das geht darum, halt die Märchenbraut aus dem Märchenland kommt hier in unsere Zeit. Und Rumborack, der Zauberer, der böse Zauberer kommt hinterher. Und dann kommen die anderen alle hinterher. Und der König und die Königin. Und ach, es ist Nostalgie pur. Für mich ist es Nostalgie pur. Der eine oder andere wird es vielleicht ein bisschen öde, ein bisschen langweilig finden. Ich finde es schön und erinnert mich halt sehr an meine Kindheit, weil da habe ich so geguckt. Sowieso bei uns in der DDR-Zeit die Diva-Märchen, ungarische Märchen und alle drum und dran. Und das ist halt eine richtig coole Serie aus Ungarn gewesen. Die hat Spaß gemacht und die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Filme habe ich keine bei Amazon geguckt. Kommen wir zu Netflix. Serien sind es auch nur drei und zwei Filme. Da habe ich eine Serie, die ist neu dazu geguckt, gekommen, Bonding. Ja, da geht es darum, sie ist eine Domina und er ist ein Schulfreund von damals. Sie waren noch beste Freunde. Er ist schwul, hat sich auch geoutet und er wird dann sozusagen ihr Lude, der dann halt mit hingeht und auf sie aufpassen soll. Und da erleben sie, er ist chronisch pleite, er will auch Comedy machen und so, aber traut sich halt nicht auf die Bühne zu sprechen. Und da erleben sie ein paar lustige Sachen und ein paar ernste Sachen. Aber gibt es auch nur sechs oder sieben Folgen, ich weiß es nicht. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Guckt da mal rein, es ist mega lustig. Also mir hat es mega mäßig gefallen und ich hoffe, davon gibt es eine zweite Folge, eine zweite Staffel. Das würde ich mir auch bei der Folge, bei der Serie wünschen. Dann habe ich geguckt, Ajin, Demi-Human. Ja, das hatte ich schon mal angekündigt, also angesagt. Da hatte ich eine oder zwei Folgen geguckt, fand ich ein bisschen langweilig. Und dann habe ich jetzt gedacht, na, jetzt guckst du halt einfach mal den Rest. Es ist wirklich echt brutal gemacht an manchen Stellen. Happy End auch nicht wirklich.
Und alle, an die du dich gewöhnst und wo du denkst, auch geil, sterben. Kann ich ja so mal schon mal sagen. Ist sehr blutig, sehr viel Metzel und zeigt uns oft auf, wie psychisch krank manche wir Menschen sind, wenn wir in der Horde sind und im Team agieren, weil dann stachelt der eine den anderen auf und dann kann sowas passieren. Kann ich euch nur empfehlen, wer auf Manga und Anime steht, guckt da mal rein. Dann habe ich Baki Teil 2 zu Ende geguckt. Das ist halt mit diesem Kampfsportler, der halt der beste Kampfsportler werden will. Es gab schon Baki 1. Der kam aber nicht auf Netflix, da hat er beim Kampfsportturnier mitgemacht. Das kam damals auf... Kam das auf Vox? Nee, das kam doch... Kam auch auf ProSiebenMax, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Die ist aber nicht bei Netflix. Das ist halt nur Staffel 2, Teil 1 und 2 davon da. Und Teil 2 hat auch ein offenes Ende. Also da sind sie dann in China. Da ist das nächste Turnier. Das ist nur immer alle 100 Jahre. Sein Vater ist auch mit bei und er will ja mal stärker sein als sein Vater. Baki geht's aber nicht gut. Ich will euch nicht zu viel vorgreifen, warum und weshalb. Das werdet, da müsst ihr die gucken, dann wisst ihr. Und ja, ich hoffe, dass es da Teil 3 bald gibt, wer dann in China bei diesem Turnier mitmacht. Würde mich ebenfalls megamäßig freuen. So, dann habe ich hier zwei Filme. Ich muss mir das hier oben aufrufen, weil ich habe mir die Bilder dazu hier oben... Also im Browser geöffnet, weil ich verwechsel die Bienen immer. Genau, dabei bin ich eingeschlafen. Genau. Rim of the World. Das ist eher so ein Kinderfilm, der ist ab, steht ja nicht hier ab, wann der ist. Ich denke mal, der wird auch ab 12 sein oder sowas in dem Dreh, ich weiß es nicht. Aliens greifen uns an, machen einen elektromagnetischen Schlag, dass alles tot ist auf der Erde und dann kommt ein Astronautin runter, die hat die Daten von diesem Schiff, von den Aliens und damit können sie halt das anvisieren an der Umlaufbahn und zerstören, aber der Schlüssel, ja, sie stirbt und dann haben die Kinder den Schlüssel und die müssen sich dann durchschlagen. Das ist eigentlich groß und knapp. Macht echt Spaß, es sind verschiedene, es sind Reicher mit bei, ist halt, ja, wenn ich das alles verrate, ist auch doof. Guckt da einfach rin, ist auch was für Kinder geeignet, also, ihr müsst da mal gucken, ich glaube, der ist ab 12 oder 16. Ich bin mir nicht sicher, bevor ihr an euren Kindern zeigt, guckt nach, welches Alter der ist. Dann habe ich geguckt, The Perfection, dazu kann ich gar nichts sagen. Weil ich habe den Anfang geguckt mit den beiden Weibern und irgendwas passiert. Ich habe den Trailer geguckt, dass da irgendwie Käfer ausgekotzt werden und sowas. Deswegen habe ich den geguckt. 5 Minuten habe ich eingepennt. Weil ich habe den abends im Schlafzimmer geguckt, nach dem Stream. Dachte auch, machst du dir noch einen schönen Film an. Weil ich habe mich eigentlich noch wach gefühlt. Setz meine Atemmaske auf, leg mich hin, mach's mir gemütlich. Mach den Film an und guck 5 Minuten und dann war ich weg. Also kann ich nichts zu sagen. Ich werde ihn aber auf jeden Fall nochmal gucken. Ich werde ihn nochmal gucken, das verspreche ich euch. Es ist jetzt wirklich nicht viel, was ich geguckt habe, weil wir kommen auch nicht wirklich dazu, was zu gucken momentan. Die Kleine hält uns arg auf Trab, denn Ferien, die Große, ja, die muss ja auch bespaßt werden. Logischerweise, ja, hier ist immer was zu tun. Daher kann ich halt hier nicht zu allem, also kann ich nicht mehr so viele Filme gucken, Serien. Ich gebe mir immer noch Mühe, ab und zu was zu gucken, aber ich habe auch ganz viele jetzt in meiner Amazon-Wunschliste, da sind ganz Haufen neue Filme dazu gekommen, aber ich komme nicht dazu. Also ich will, aber ich bin nicht, ich habe Ballon, habe ich mir ausgeborgt für 99 Cent. Die Zeit war abgelaufen der Monat und ich habe es nicht geschafft, den zu gucken. Scheiße. Aber ich gucke noch irgendwann. So, aber nichtsdestotrotz. Wenn ihr davon was geguckt habt und sagt, ja, das ist geil, schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ihr was geguckt habt und sagt, nee, das ist scheiße, dann schreibt es auch in die Kommentare. Können wir mal sich so ein bisschen austauschen. Wenn ihr noch Serien habt und Filme, dann auch in die Kommentare. Mein Bruder und ich weiß gar nicht, wer mir das gestern Abend empfohlen hat. Rudi? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, Rudi hat es mir empfohlen. Chernobyl, die Serie Chernobyl, das kommt, glaube ich, auf Netflix. Die muss ich auch noch gucken. Die muss ich noch auf meine Wunschliste packen. Das kommt noch dran und ich habe noch so viel Zeug, was ich gucken will. Und irgendwie komme ich nicht. Ein neuer Adam Sandler-Film ist da. Habe ich auch noch nicht geguckt, aber auf der Wunschliste ist er. Adam Sandler ist alt geworden. Aber nichtsdestotrotz, ich schweife schon wieder ab. Das soll es gewesen sein.
Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ab Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Denkt dran, nach diesem Video, ein paar Minuten später, kommt noch das Video zu Alex. Haltet mich da auch auf dem Laufenden, ob euch das interessieren würde, ob ihr sagt, nee, ist nicht so meins oder ja, darauf warte ich. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir sehen uns dann demnächst. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.